Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine Welt. Ich bekomme Sie per Mail eine Einladung zu einem Grillnachmittag. Lass uns mal wieder zusammensitzen. Wir haben uns so lange schon nicht mehr gesehen. In der Adresszeile sind einige weitere Freunde eingefügt. Die Reaktion auf diese bunte Einladung, sehr unterschiedlich. Von Begeisterung, ja, ich bin sofort dabei. Über Bedauern, schade Mensch, aber ich habe mir jetzt schon was anderes vorgenommen. Bis hin zu leichten Zögern. Ich weiß nicht. Ihr wisst ja, meine alten Eltern leben bei mir. Ich bin momentan noch ein bisschen vorsichtig. Alle diese Reaktionen, ich kann sie gut verstehen und teilen. Und heute wieder eine Einladung. Der Gastgeber, Gott persönlich. Wir sind eingeladen zum Leben. Lassen Sie sich einladen? Lasst ihr euch einladen? Heute in St. Marien in Grundhof? Dann lasst uns feiern. Im Namen des dreieinigen Gottes, Quelle unseres Lebens, Grund unserer Hoffnung, Kraft, die uns begeistert und belebt. Herzlich willkommen. Und nun sind wir hier. Weshalb genau Sie heute da sind, weiß ich eigentlich nicht so genau. Aber ich vermute, dass Sie erwarten, dass es Ihnen gut tut. Sie ermutigende Worte hören und schöne Musik. Zur Ruhe kommen, beten, angeregt, gesegnet werden. Sie sind der Einladung Gottes gefolgt, mit all dem, was Sie heute Morgen beschäftigt. Darum geht es. Immer wieder dieser Einladung zu folgen, freudig und mit Begeisterung oder eher zögerlich, weil da momentan so viele Fragen sind und Überforderungen und Lasten, die zu tragen sind. All das hat Platz vor Gott. Wir breiten es vor ihm aus. Wo wir das tun und wie wir das tun, das sieht ganz unterschiedlich aus. Ob es im Gebet am Ende des Tages ist oder geschieht, wenn Sie unterwegs sind, draußen in der Natur mit Ihrer Fülle jetzt. Ob Sie meditieren oder Gottesdienst feiern, so wie jetzt. Kommt her zu mir alle. Diese Einladung gilt immer wieder. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn Sie sie hören in unsicheren Zeiten, dann hören Sie auch die Zusage aus dem Wochenspruch des Matthäus-Evangeliums. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Beter des 36. Psalms antwortet auf solche Fürsorge so: Dass es gerecht zugeht in der Welt, ist dein größter Wunsch, Gott. Mit riesigen Buchstaben würdest du es am liebsten in die Welt schreiben, mit Buchstaben so groß wie die größten Berge. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Du breitest deine Flügel aus über allen, die bei dir Schutz suchen. In deinem Schatten finden sie Zuflucht und können aufatmen. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Satt sollen sie alle werden von den reichen Gütern der Welt. Ein großer Strom der Lebensfreude soll ihren Durst stillen. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Bei dir ist die Quelle, aus der neues Leben fließt. Mit deinem Licht entdecken wir die Hoffnung neu.
Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Lass nicht zu, dass die Herrschsüchtigen ihren Fuß auf unseren Nacken setzen. Lass nicht zu, dass die Waffen der Mächtigen uns vertreiben. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Amen. Ich lese das Evangelium bei Lukas im 14. Kapitel. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Amen.
Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Save the date. Kommt, denn es ist alles bereit. Wenn Gott einlädt, dann bittet er nicht zu einem Arbeitsessen oder einer Gedenkfeier. Erst recht nicht zu einem Stehempfang, sondern zu einem ganz üppigen Fest. Auf der Einladung steht nicht, vielleicht könntest du etwas mitbringen zum Grillen. Oder wenn jeder einen Salat fürs kalte Buffet beisteuern könnte, dann reicht es für alle. Gottes Party-Service ist komplett. Für das Fest in Gottes Reich ist alles fix und fertig. Darum muss hier keiner was mitbringen. Keine einzelnen Religionen und keinen Spendenscheck für kirchliche Zwecke. Nur sich selbst. Der Saal ist längst geschmückt, die Tische sind gedeckt, nur das Beste für die Gäste. Der Wein gekühlt und aus der Küche steigt Bratenduft empor. Frisches Brot kommt aus dem Ofen, die Band wartet auf ihren Einsatz. Der Gastgeber erfreut sich. Er möchte seine Gäste richtig verwöhnen. Es wird bestimmt ein tolles Fest. Ein Abend, den keiner so bald vergessen wird. Jetzt müssen sie nur noch kommen, die vielen, die frühzeitig Eingeladenen, die lieben Freunde, die guten Nachbarn, all die vertrauten Gesichter. Aber sie kommen nicht. Einer nach dem anderen sagt ab. Du, tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich habe gerade so viel Stress in der Firma. Ich muss einfach dranbleiben jetzt, damit das Projekt zu einem guten Ende kommt. Die letzten Wochen waren schwierig, das weißt du ja. Nun muss es wieder vorangehen. Tut mir leid, wirklich. Weißt du, ich habe mir ein neues Notebook zugelegt, das muss ich einrichten, damit ich die Präsentation zum Semesterende doch noch zum Abschluss bringe. Ich bin gerade so frisch verliebt. Das verstehst du, oder? Wir brauchen jetzt erstmal Zeit für uns, konnten uns ja nicht so oft sehen in den vergangenen Wochen. Oh, wirklich schade. Ich hab's dir ja erzählt, das Haus. Wir machen ja alles selbst. Weißt du, ich kann nicht, ich muss gucken, dass die Fliesen im Bad verlegt werden. Tut mir leid, ich bin ja froh, dass der Handwerker nicht in Kurzarbeit ist. Jede Begründung einzeln genommen, gerade noch nachvollziehbar. In der Summe jedoch sind diese Absagen total beschämend. Zumal das Fest ja vorher angekündigt war und keinesfalls überraschend kam. Die Absagen sind eine soziale Blamage für den Gastgeber. Das Fest droht mangels Teilnehmender auszufallen. Stühle und Bänke werden leer bleiben. Der Gastgeber aber lässt nicht locker. Er lädt andere Gäste ein. Diese sind zwar nicht so wohlhabend und exquisit wie die Gäste der ersten Einladungsrunde, aber dafür kann der Gastgeber mit ihrer Zusage rechnen. Die lassen sich auch nicht lange bitten und bald schon bevölkert eine bunte Tischgemeinschaft den Festsaal. Weil aber immer noch Platz ist, lässt der Gastgeber noch einmal aussenden und lädt auch noch die Ärmsten der Armen ein, die außerhalb der Stadt ihr Dasein fristen. Die Arbeiter in den Fleischfabriken, auf den Gemüse- und Blumenfeldern. Die, die mit dem Schlauchboot, mit dem sie kamen, nur das retteten, was sie auf dem Körper tragen. Vernachlässigte und gequälte Kinder, vergessene Alte. So viele sind einzuladen. Die auch gar nicht erst versuchen, ihre Bedürftigkeit zu verstecken. Sie ist so offensichtlich. Und ihre Scheu vor der Einladung zum Fest des Gastgebers ist gewaltig. Man muss sie regelrecht nötigen, damit sie zum Fest kommen, weil die soziale Kluft so groß ist. Aber sie kommen und feiern mit. Das Haus wird voll, das Fest findet statt, vielleicht sogar ausgelassener als ursprünglich einmal geplant. Und diese Gäste beschämen mich, rühren eine Seite in mir an,
die ich so oft ausblende. In der Wirklichkeit meines Alltags, der Realität meiner Sorgen, des Mühens, des Schaffens, des Gelderwerbs, der Termine im Kalender. Ich habe keine Zeit für dich, Gott. Die Chance, die mir mit der Einladung zu deinem Fest eröffnet wird, kann ich gar nicht wahrnehmen. Da ist viel zu viel Routine, zu viel Selbstverständlichkeit, zu viel Kreisen um mich selbst. Zu viele Ausreden, warum es gerade nicht passt zwischen uns beiden, dir und mir, Gott. Als hätte ich eine Dauerkarte in der Tasche, die ich später noch einlösen kann bei dir, wenn sich denn mal ein weißer Fleck im Kalender findet. Die an zweiter Stelle Eingeladenen sind vielfach benachteiligt. Es mangelt ihnen an vielem. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Aber sie sind nicht von ihrer eigenen Wichtigkeit versklavt und nutzen den Augenblick, die Zeit jetzt. Und ich muss mich fragen lassen von ihnen, von mir selbst, von Gott, wie willst du denn zukünftig leben? Nach den Erfahrungen der letzten Monate, was bleibt wertvoll? Was soll bleiben? Hast du einen Sinn in deinem Leben entdeckt, um das du kämpfst, für das du dich einsetzt, Tag für Tag, oder lässt du dich weiter von all den wichtigen Dingen deines Alltags versklaven, denkst weiter, ganz klein? Siehst du sie, die gerade jetzt wieder nicht in der ersten Reihe und auf den Vorzugsplätzen sitzen? Und traust du dich, mit ihnen das Leben zu feiern, dich an ihre Seite zu setzen? Weil du dich, wenn du ehrlich bist, ganz genauso spürst. Mühselig und beladen, angreifbar und verletzlich. Und dich endlich traust, dir das einzugestehen, dich verbunden fühlst. Dich so sehr sehnst nach einer Einladung immer wieder. Komm, es ist alles bereit. Hoffst, dass der Gastgeber nicht beleidigt ist, weil du ihn einmal versetzt hast. Aber er nimmt dich an die Hand. Hier ist ein Platz für dich. Setz dich zu den anderen. Willkommen. Liebe träumst,
darauf vertraue ich. Ich brauche dich. Liebe Gemeinde, wir möchten Ihnen die Kollekte des heutigen Sonntags sehr ans Herz legen. Sie ist bestimmt für die Arbeit der St. Marien-Stiftung hier in Grundhof. Die Stiftung unterstützt Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ganz unbürokratisch hilft sie dort aus, wo die Not groß ist. Gott segne Gebende und Gabe. Amen. Lasst uns zusammen beten. Wir kommen zu dir, Gott, so wie wir sind. Zuversichtlich und getröstet, mühselig und beladen mit unseren Ängsten, unserer Ohnmacht, mit den Ansprüchen, die wir uns selbst stellen und den Erwartungen anderer, die uns manchmal erdrücken. Du sagst, du willst uns erquicken, eine Ruhepause schenken, neuen Atem. So legen wir uns in deine Hände und bitten dich. Für die Kranken, schenke ihnen das Vertrauen, dass du da bist und sie durch diese schwere Zeit trägst. Schenke uns Mut und Achtsamkeit, dass wir sehen, wenn wir gefragt sind. Hilf uns, dass wir uns immer wieder von dir einladen lassen. Deine Liebe für uns spüren, damit wir mutig werden zu tun, was du von uns möchtest. Danke, dass du uns hörst. Wir beten gemeinsam. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die neue Woche unter dem Segen Gottes. Und wo immer Sie jetzt gerade sind, liebe Gemeinde, wir laden Sie ein, aufzustehen. Suchen Sie sich einen bequemen Platz. Breiten Sie die Hände aus. Empfangen Sie den Segen Gottes. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine erholsame Sommerzeit. Auf Wiedersehen in Grundhof.